Welche Journalisten werden aus der Staatskasse zusätzlich zu den üppigen Einkommen, die sie möglicherweise im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beziehen, alimentiert? Wir haben ein paar Hinweise bekommen, dass Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber auch der Deutschen Welle und auch andere Journalisten, anderer Mediengruppen, dass die eingeladen worden sind von der Regierungsseite für Medientraining, für Vorträge, für Moderationen oder Teilnahme an Podiumsdiskussionen. Ja, ihr habt den Vorspann gesehen. Ich halte es für einen Skandal. Darüber unterhalten wir uns mit Martin Renner. Er ist Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion. Herr Renner, wie gehen Sie damit um? Also die Zuschauer, kann ich Ihnen bloß sagen, die Zuschriften, die wir erfahren haben aufgrund Ihrer Veröffentlichung, die sind erschütternd. Absolut. Also ich begrüße natürlich auch zuerst mal Ihre Gäste und Ihre Zuschauer natürlich. Guten Tag, grüß Gott. Ja, es ist ein Skandal in erster Güte, wobei natürlich die Bundesregierung hier ziemlich rumfuhrwerkt und ja, alles im Grunde geheim halten will. Wir kommen ja gleich nochmal ein bisschen im Detail drauf. Wir haben ja im November diese Anfrage zuerst gestellt und dann kam gar keine gescheite Antwort. Dann haben wir gesagt, nee, wir fragen nach, welche Journalisten habt ihr beschäftigt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch von der Deutschen Welle, also die, die von Gebührengeldern schon leben. Und da kam dann auch keine Antwort, da haben wir eine zweite Anfrage gemacht, kam auch nichts Gescheites. Und dann hatten wir eine dritte Anfrage gemacht und da haben sie sich dann fast 6 Wochen Zeit gelassen, uns zu antworten. Und aber alles verdeckt. Namen, es waren dann plötzlich Nummern. Wir haben also festgestellt, es waren ungefähr 200 Journalisten, so 150 vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Deutsche Welle. Und ja, ungefähr so 1,6 Millionen. Und dann haben wir nochmal eine Nachfrage gestellt, sagen wir wollen es aber ganz genau wissen. Wir wollen wissen, welche Name, für welches Job, für welche Aufgabe. Und haben sie sich wieder viel Zeit gelassen. Und dann haben wir die Antwort bekommen. Aber unter Geheimschutzstellung. Das heißt, wir müssen zur Geheimschutzabteilung im Bundestag gehen, wurde leidesvisitiert, dass ich nichts zum Aufzeichnen dabei hatte, durfte keinen Hubschreiber mit reinnehmen, mein Handy musste ich abgeben. Und dann waren es 166 Seiten. 166 Seiten. Und mit allen Namen wurde alles bekannt gegeben, aber ich wurde gleichzeitig darüber aufgeklärt, wenn ich eine Information aus dieser Geheimschutzgestellten Antwort jetzt in der Öffentlichkeit verbreite, dann ist das ein Straftatbestand, der bis zu 3 Jahren Gefängnis bestraft werden könnte. Liebe Zuschauer, nicht wundern, wir haben die Tonspur, haben wir Probleme, deshalb wird es übers Handy der Ton aufgezeichnet und weitergegeben, also nicht wundern. Jetzt muss man ja Folgendes sagen, es sind ja alles Menschen, die gewählt worden sind, mehr oder weniger, die Verantwortung haben zum Wohle des deutschen Volkes, die mit fremden Leuten Gelder umgehen. Das können wir mal grundsätzlich festhalten. Dazu zählt auch, dass man sagt, Moment, der öffentliche Rundfunk ist verpflichtet, eine ausgewogene Berichterstattung zu gewährleisten nach dem Rundfunkstaatsvertrag. Jetzt muss man aber erkennen, dass dieses Rollenspielen ja eine Dynamik entwickelt hat, dass ja nun von einer ausgeglichenen Berichterstattung keine Rede mehr sein kann und von einer politischen Willkür in eine Richtung zu steuern, das ist ja keine Fehlannahme dann. Also nach Medienstaatsvertrag ist es ja so, dass die Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks legitimiert und da ausgewiesen ist. Und natürlich, wenn jetzt die Regierung, wobei man sich schon fragen kann, warum braucht die Regierung überhaupt Journalisten, um bestimmte Aufgaben wie Textredaktion oder Moderation oder sowas zu machen, die haben ja genügend eigene Angestellte. Oder Beamte, die Regierung, sie könnten das ja auch machen. Nein, es ist natürlich schon so, ich fasse das mal in einem symbolischen Begriff zusammen. Die Journalisten und gerade des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sollten eigentlich die Kontrolleure der politischen Macht sein. Wenn ich aber die beschäftige und sie dadurch und auch teilweise, das kann ich sagen, sind 4 Jahre hintereinander ein sehr berühmter
Journalisten 4 Jahre hintereinander 100.000 Euro geflossen jedes Jahr. Dann sind das eben keine Kontrolleure mehr der politischen Macht, sondern sie werden zu Herolden der politisch Mächtigen gemacht. Und genau das, sagt der Medienstaatsvertrag, ist nicht legitim. Nun, Herr Renner, die nun sitzen in den Verwaltungsräten der Rundfunkanstalten, sitzen ja nun gänzlich Menschen, meist der politischen Kaste angehören, die entweder in der Länderregierung aktiv sind oder in der Bundesregierung. Das erleben wir ja. Kann man dann sagen, wir können uns eigentlich von der vierten Macht, so wie wir es gewohnt sind, sonst gibt es kein Hallo Meinung, Herr Renner, wir können uns eigentlich von der vierten Macht verabschieden, denn ich erkenne vieles von der dpa, was kommt von der Bundespresseagentur, von deutschen Presseagentur, sehe ich in veränderter Form, sei es in der Süddeutschen, sei es in der FAZ, sei es in irgendwelchen Nachrichtensendungen. Also ich merke hier eine gewisse Gleichschaltung. Natürlich, ja, Gleichschaltung ist natürlich eine Begrifflichkeit, wo Sie im politischen Raum sofort Anstoß erregen und möglicherweise sogar in den Verfassungsschutzbericht aufgenommen werden. Sie wissen, was ich meine. Es gibt eine vierte Macht. Die alternativen oder freien Medien. Und da zähle ich Sie ja mit dazu. Verstehen Sie? Die Frage ist nur, wann wird die Möglichkeit der Informationshergabe über die alternativen oder freien Medien noch stärker als bislang? Denn erst dann haben wir wieder eine ausgewogene Berichterstattung. Denn das gehört einfach zum Freiheitsverständnis in einer Demokratie, dass der Bürger seine Meinungsbildung auf der Basis freiheitlicher Entscheidungen und nicht vorgegebener oder, wie Sie sagen, gleichgeschalteter Informationsvermittlung sozusagen aufnimmt. Und genau deshalb bestehen wir auch darauf, dass diese Namen von Journalisten, selbst wenn man noch akzeptieren kann, dass die beschäftigt werden von der Regierung, kann man ja vielleicht sogar akzeptieren. Aber dann muss es der Bürger, der die Gebühren bezahlt, der muss es dann wissen, der Journalist und der Journalist und der Journalist steht auch in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Staat bzw. zur Regierung, weil das gehört dann mit zur Informationsaufnahme und zur Informationsverarbeitung, wo er dann einschätzen kann, wie ist der Journalist, das was er schreibt oder was er als Video bringt, einzuschätzen, ist er abhängig, ist er parteiisch oder ist er unabhängig und unparteiisch. Das ist total wichtig. Und deshalb haben wir ja auch die Organklage eingereicht. Richtig. Nun lassen Sie uns den Begriff Gleichschaltung mit deckungsgleich. Das heißt also, wir haben ein hohes Maß an Deckungsgleichheit zwischen dem politischen Willen und den Veröffentlichungen. Und man muss immer schon mehr sagen, die veröffentlichte Meinung ist nicht die öffentliche Meinung. Man erlebt es ja immer mehr in Gesprächen, die man führt. Wir sind ja sehr bürgernah. Aber die Situation, die wir hier erleben, merken wir jetzt ein gewisses Konzentrat vor den Wahlen, denn wir stehen ja jetzt unmittelbar am 8. Oktober vor den Wahlen in Bayern und in Hessen, dass man einfach sagen muss, Moment, es sind ja mitunter die Nuancen, die Politiker der Opposition, der einzigsten Oppositionspartei, nämlich der AfD, die Politiker in einem Licht darstellen lässt, wo man oft sagt, Moment, das sind ungünstige visuelle Darstellungen, aber auch gleichzeitig in der verbalen Äußerung genau die Momente erlebt, wo man provoziert wurde, wo man etwas sagt und es wird genau herausgeschnitten. Sind es die Nuancen? Ja, absolut, selbstverständlich. Also es ist einfach festzustellen, wir sind in einer Zeit, auch im medialen Bereich, des Umbruchs. Ich will das sogar mit einer anderen Begrifflichkeit noch sehen. Ich erkenne und spüre, dass wir diese hegemoniale Macht der Etablierten, sprich der Medien, also diese hegemoniale Macht, dass die langsam ins Wanken gerät. Wir sehen zum Beispiel die ganze Geschichte, ich will das gar nicht bewerten, aber Aiwanger Geschichte, was da inszeniert wurde jetzt vor der Bayernwahl. Und normalerweise früher hätte das wunderbar funktioniert. Die Freien Wähler, Aiwanger, wäre platt gewesen. Aber was sehen wir heute? Dass Aiwanger eben nicht platt ist, sondern sogar noch Stimmenzuwächse bekommt. Das finde ich jetzt als Alternative für Deutschland ein bisschen schade, aber das spielt gar keine Rolle. Es ist ein Zeichen, dass vielleicht die Demokratie sich wiederbeleben lässt, weil eben die Medien ihre hegemoniale Macht verlieren. Muss man auch sagen, dass die Art und Weise der Wort- und der Bild- und der Filmdarstellung doch in gewisser Weise an Einfachheit halt, möchte ich beschreiben, zugenommen hat.
Denn viele Menschen durchschauen es. Die, durch einfache Möglichkeiten sagt man, Moment, was passiert denn hier? Sei es jetzt in der Geldpolitik, sei es jetzt in der Migrationspolitik, sei es im Thema Ukraine, sei es im Thema Klima. Es lässt sich ja endlos fortführen, wo man sagt, Moment, eine zweite Meinung ist nicht gewollt. Ja, ganz eindeutig. Also auch die Penetranz, mit der diese Informationen von allen Medien, die Anführungszeichen vielleicht sich doch in Abhängigkeit von der politisch führenden Taste empfinden, auch diese Penetranz nimmt derart zu, sodass im Grunde meines Dafürhaltens eigentlich das Gegenteil erreicht wird von dem, was sie glauben, erreichen zu können. Also das, was die momentan machen in diesem Bereich mit Politik plus Medien zusammen, in diesem politmedialen Komplex, das zeugt nicht davon, dass sie absolut siegessicher sind, sondern das zeugt davon, dass sie unheimlich Schiss in der Hose haben, ob das überhaupt gelingt, was sie vorhaben. Es ist zwar ein bisschen derb ausgedrückt, aber das darf auch sein. Die derbe Ausdrucksform, die darf sein, es ist hier immer noch im Bereich des Erlaubten. Herr Renner, wir haben von Medien und Politik gesprochen. Lassen Sie mich zum Schluss des Gespräches auf Organisationen kommen, sogenannte Nichtregierungsorganisationen, neudeutsch NGOs. Die haben ja ein Förderungspotenzial in Milliardenhöhe. Ich habe mir heute mal das Leibniz-Institut durchleuchtet mit knapp 1,4 Milliarden Euro. Und wessen Lied ich singe, wessen Brot ich fress, dessen Lied ich singe. Das muss man ja erleben. Und wenn hier Professoren etwas kundtun, sei es in der Genderpolitik, dann muss man sagen, warum tue ich das und die Richtung. Aber erkennen wir auch hier einen untergehenden Stern, dass auch hier immer mehr bewusst wird, dass man sagt, Moment mal, die Institute sind ja in ihrer Bewertung nicht unabhängig. Ja, selbstverständlich. Sie sind auch nicht mehr unabhängig. Das sieht man ja allein schon daran, dass immer mehr, um es einfach mal auch wieder derb auszudrücken, immer mehr von den geschwätzwissenschaftlichen Fakultäten Aufwuchs haben. Und die Dinge, die letztlich unseren Wohlstand begründet haben, wie Technologie oder Mechanik oder Physik, dass die immer weniger Professoren bereitstellen oder entwickeln. Und daran sieht man ganz, ganz allgemein, dass diese ganze Richtung einfach nicht mehr funktioniert. Und wir sehen es ja auch bei allen Statistiken. Deutschland ist das Land, wo sozusagen den größten Rückschritt gegenüber allen anderen Ländern zu verzeichnen hat. Aber wir sind immerhin auch noch das Land mit dem teuersten Sozialsystem. Und diese beiden Unterschiedlichkeiten, immer schlechterer Wohlstandssituation mit immer höherer Sozialstaatsfinanzierungspotenzial, das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Und das hat schon Milton Friedman seinerzeit dargestellt, indem er gesagt hat, ein Staat kann offene Grenzen haben, ein Staat kann ein Sozialsystem haben, aber niemals, ein Nobelpreisträger gewesen, aber niemals kann ein Staat offene Grenzen haben und gleichzeitig ein Sozialsystem, weil der Staat absolut daran an der Finanzierung scheitern wird. Ja, ein Aspekt, den ich ergänzen kann, wir haben 8 Lehrstühle für Kernforschung und 178 für Genderforschung. Das zeigt, sogar 130 für Genderforschung. 178 sind es. 178 sind es, ja, 178 für Genderforschung. Das heißt also, wir werden zukünftig unsere Energie aus dem Sprachschatz und aus dem Wort schöpfen können. Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Herr Renner, ich bedanke mich für das Interview, weise an dieser Stelle die Zuschauer noch darauf hin, wie wichtig es ist, hier Hallo Meinung am Leben zu erhalten. Denn wir unterhalten uns ja nicht hier mit jemand, der nicht dabei ist, sondern Sie haben gesehen, Martin Renner ist unmittelbar zugegen bei der Pressekonferenz mit dem Kollegen Stefan Brandner, der auch bei uns immer ein gern gesehener Gesprächspartner ist. Also wir bitten um Unterstützung, dass wir weitermachen können. Herr Renner, danke, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Und auf Wiedersehen, die Zuschauer.